Willkommen zurück bei Star Wars! Ja, wir haben die Inquisitoren gekillt. Wop, 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 wop. Alter, wie kaltblütig der die gekillt hat, das war schon ein bisschen, erinnerte mich ein bisschen an Darth Vader. Hat er dir den Kopf abgehakt? Das erinnert mich ein bisschen an Anakin. Könnt ihr euch daran erinnern, wo Lord Sidious gesagt hat: Anakin, kill him, do it. Du bist jetzt. Bla 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 bla. Bam bam badam. Nee. Oh, der steckt dazwischen fest. Mal gucken. Tun wir mal hier speichern. Ich muss meinen Geist freimachen. Meditieren. Ich habe fast Level 2. Ja, muss runnen. Und weiter geht's. Bin ich da durch? Nein, da kann ich nicht durch. Ich habe Angst, irgendwie eine Kiste oder so zu vergessen. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe Angst. Ah! Okay. Ey, Konkdroide. Warte mal. Boot, bravo. Könnt ihr mich hören? Gehen wir zurück zur Mantis. Falls es die anderen rausgeschafft haben, stoßen sie am Hangar zu uns. Falls nicht. Warte mal, hier war noch gerade was. Oh mein Gott, die Aussicht ist aber cool. Gott. Das haben die so gut gemacht. Oh, guck mal da, da sind wir gesucht. Das hat mich. Okay. Oh nein, sag es nicht. Oh mein Gott, euer Ernst. Oh mein Gott. Oh, das ist ja überhaupt nichts für mich. Nicht schleichen? Nein, ich kann nur das Lichtschwert, komische Lichtschwert ziehen. Geht doch! Erstmal einmal scannen. Kann ich nehmen. Achso, ich kann da oben klettern. Ach du Scheiße. Achso, ich dachte schon. Ich hätte gerne mal das Making-of zu dem Game gesehen. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe das andere Seil nicht gesehen. Nein! Ich würde gerne das Making-of sehen, wie sie das Spiel gemacht haben und wo der sich überall lang gehangelt hat. Das müsste wahrscheinlich richtig, richtig cool ausgesehen haben. Wickel, wickel, wickel. So, jetzt gehen wir mal nach oben. Hui! Einmal ran da. Ist nicht weit. Okay, da muss ich lang, da will ich nicht lang. Warum kann ich hier lang? Das ist ein besonderer Grund.
Boy, ja, das ist schon echt eine coole Aussicht, muss man ja schon sagen. Ach, guck mal, da leuchtet was. Hey, nicht schlecht. Hey, mal gucken, ob ich die verkaufen kann. Oder ob das einfach nur zum Sammeln ist. Ach, guck mal, da sind sie doch. Ihr beide lebt. Dank dieses verrückten Gundaxons. Du bist verletzt. Ich schaff's schon. Was ist mit der Inquisitorin? Tot. Aber Gabs und die Zwillinge. Ich hätte... Sie wussten, worauf sie sich einlassen. Wir müssen nach oben und die Infos an Saw Gerrera senden. So ehren wir die Gefallenen. Du hast recht. Ja, bitte, ruf die Schiffe. Verdammt. Nicht der Service, den ich erhofft hatte. Bravo. Gibst du Rückendeckung? Bin dabei. Mann, das sieht ziemlich zerschrottet aus. Zieh das Feuer auf mich. Du schießt, wenn sie weg sind. Zahlen wir es ihnen zurück. Wir sehen uns, Schrottsammler. Was ist denn mit der Mantis passiert, the fuck? Was haben die mit der Mantis angestellt? Boah, die fällt ja aus allen Nähten. Ich hätte gerne Vorgeschichte, was davor passiert ist. Ich habe das Gefühl, ich fange so mittendrin an und höre dann irgendwie auch nur so halb wieder auf. Hey, Kev. Ich glaube, der Roboter sieht nicht so wirklich nett aus. Wie mache ich die Tür auf, ist die Frage. Wie mache ich so eine Tür auf? Muss ich doch da oben? Und dann muss ich weiter weg. Nee, ich kann die noch gar nicht aufmachen. Also wenn ihr eine Idee habt, ich lasst hören. Ihr in Stellung. Ich gebe euch Deckung. Ziehen wir es durch. Einmal meditieren. Hangar. Ich habe zwei Lebensdinger. Fähigkeiten. Erstmal gucken wir überleben. Wenn er einen Stimbehälter kriegt. Aus einer Stark reicht weiter. Druck, was? Ich habe 5 Fähigkeitspunkte. Schön. Dann mache ich mal direkt mal. Die kann ich nicht. Wo ist er denn hier? Macht. Oh, warte mal. Da habe ich keine Punkte für. Hä? Da stand doch gerade, ich habe 5 Punkte. Hä? Bin ich doof? Ich habe 0 Punkte. Achso, ich habe ja nur 2 gehabt, ich Idiot. Ich habe ja nur 2 gehabt. Kev, wie war dein Tag? Alles gut bei dir? Wie? Die Strähne geht mir hier voll auf die Nerven. Upp, aber da hinten gepackt. Einmal ausruhen. Okay, ich bin bereit. Das wird Ihnen nicht gefallen. Bravo, das war super. Ich werde nicht verlieren. Danke, Bravo. Aufpassen! Gib mir ein Ziel! Hilf mir! Aber ein Treffer!
Jetzt heißt es wir oder sie. Wieder einer weniger. Ich schieße jetzt. Oh mein Gott. Nein, nicht wieder rein. Das war Kacke. Ach, der schießt da oben. Verteidige mich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sound laut. War Flo. Hi. Schalten wir sie aus. Oh, laut. Gott, war das laut. Los, immer weiter. Haltet eure Position. Ich weiß nicht, ob man den Sound gehört hat im Chat. Okay, nee, ich hab den gehört. Ich hab den gehört und der war sehr laut. Flo, ich danke dir für deinen ersten Sub. Ich hoffe, dir geht's gut. Nee, ich hab den gehört. Ich hab den gehört, aber frag nicht nach Sonnenschein. Kann ich hier hoch? Hier kann ich nicht rein. Das ist ja schade. Mein Tag war beschissen umsonst auf der Arbeit. Deiner? Meiner war, ja, eigentlich wie jeder Tag normal. Ah, jetzt sieht die Mente auch nicht mehr so ramponiert aus. Ne, die Mente sieht nicht mehr ganz so ramponiert aus. Gucken wir nochmal, ob wir irgendwo rein können oder sowas. Weil ich habe keinen Bock, irgendwas zu vergessen. Nö, nö, nö. Flo, hast du dir die neuen Emotes schon angeguckt? Ich glaube, ich sollte mit denen quatschen. Z95er. Hübsch. Der gehört ganz dir, Boat. Dachte mir schon, es könnte heiß werden. Ich sehe euch beide in der Luft. Bereit? Oh, es war ein tolles erstes Date, aber ich wurde noch immer nicht bezahlt. Peilsender? Der andere ist auf der Mentes. Wenn es wieder ruhig ist, komm zu mir und verrechnen ab. Ja klar, ich kann dir vertrauen. Du kennst die Infos. Viel Arbeit vor uns. Hab mich wohl bewiesen, was, BD? Boat? Möge die Macht mit dir sein. Bist ein großartiger Kämpfer, Kerl. Mal sehen, wie gut du fliegst. Bitte, ich darf's nicht fliegen. Ich will nicht fliegen. Ich bin nicht gut im Fliegen. Ich bin alles, aber nicht gut im Fliegen. Wie sieht's aus, BD? Oh. Was es auch ist. Na toll. Es muss warten, bis wir in Sicherheit sind. Kein Verkehr. Das Portal wird wohl gewartet. Wenn wir oben sind, springt auf Lichtgeschwindigkeit. Wir müssen es riskieren. Wir sind schon viel zu lange hier. Wir haben Gesellschaft. Hey, danke schön für dein Prime. Auf mein Zeichen bremsen. Dann sind wir hinter Ihnen. Verstanden, Bravo. Oh,
Gute Arbeit, Leute. Ich hoffe, das war der letzte. Ich hasse lange Abschiede. Aber einer von den beiden stirbt. Mehr Feinde. Ich schere aus, um sie wegzulocken. Danke, Bart. Viel Glück. Dir auch, Kerl. Wir sehen uns. Ich werde sie nicht los. Festhalten. So kann man es auch machen. Das habe ich von dir gelernt. Das ist unser Ausgang. Wir sind fast da. Von der Oberfläche kommen noch mehr. Und auch von hinten. Wir sitzen in der Falle. Wir sind ausgefallen. Wir sind fast. Ah! Das war so klar. Das ganze Team ist tot, abgesehen von einer vielleicht. Wir haben ein paar Treffer eingesteckt. Machst du eine Diagnose? Ich verschick so lange die Infos. Ich weiß nicht wieso, aber Amy gefällt mir die Animation von Carls Gesicht nicht. Die war im ersten Teil Amy besser. Hoffentlich sind die Infos von Nutzen. Geschafft. Imperium hätte den Rest nicht bekommen. Hab Geduld. Dieser Krieg wird nicht schnell gewonnen sein. Und nicht allein durch uns. Nee, durch Luke. Die Galaxis ist riesig, Droide. Und ich sah längst nicht alles von dem, was sie zu bieten hat. Doch eines Tages gehe ich nach Datomir zurück und flüstere meinen schlafenden Schwestern, was ich lernte. Du bist nicht eingeladen. Weißt du, ich hole nicht oft ein altes Familienrezept wie das hier raus. Also was sagst du? Merrin! Das ist gut. Könnte Salz vertragen. Zu viel Salz ist ungesund. Es ist köstlich, Grease. Das sieht aber irgendwie nicht danach aus. Dafür würde ich sogar Kredit bezahlen. Ach ja? Hey, vielleicht sollte ich dir eine Rechnung stellen, Kerl. Ja, findet ihr nicht auch, dass es hier irgendwie verbrannt riecht? Das Gyro ist hin. Na, großartig. Ist irgendein Hafen in der Nähe, der uns nicht sofort ausliefert? Ha. Ja. Ruf das Cobra-System auf. Kann man nicht nach Tatooine oder sowas? Da hast du dich also niedergelassen. Irgendwo mitten im Nirgendwo. Das wäre voll geil. Ist vielleicht eine gute Idee, da unterzutauchen. Wenn jemand die Mantis reparieren kann, dann Grease Stridus.
Glaubst du, wir schaffen's? Oh, sammeln wir sie alle wieder ein, oder? Wir sollten aufräumen, bevor wir Grease besuchen. Du weißt ja, wie er auf Unordnung reagiert. Oh, Zusammenbau, BD. Verstärkerbank freigeschaltet. Lichtschwerter BD können jetzt in Werkbänden des Spiels noch modifiziert werden. Du kannst jetzt deine Lichtschwertklingenfarbe ändern. Und du kannst BDs Aussehen ändern. Zur Werkbank. Okay, was haben wir? Ah, ja. Lichtschwert. Wie? Warte mal. Ach so kann ich das machen. Ah, okay. Oh, das ist ja, das haben sie ja echt. Damit kann ich definitiv arbeiten. Oh mein Gott, ey, was haben die hier gemacht? Das ist ja geil gemacht! Wupp! Oh ne, da sieht der BD so nackt aus. Oh mein Gott. Ne, BD, du bleibst so. Du bleibst so. Wir haben es fast geschafft. Gehen wir zum Cockpit. Kobo. Oh, was haben wir hier? Sowas habe ich seit meiner Zeit auf dem Schrottplatz auf Bracker nicht mehr benutzt. Prof hat sie mir gegeben. Cordovas Werkzeugkasten von Bogano. Das meiste ist wahrscheinlich noch drin und wartet auf jemanden. Die Federn dieses Shio-Vogels sollen Glück bringen. Oh, das sind alles Teile aus dem ersten Teil. Das ist Salzstreuer. Aber wo habe ich den Pfeffer hingestellt? Ich frage mich jeden Tag, ob meine Entscheidung richtig war. Oh, er hat den Holocron zerstört. Warum auch immer. Er hat den Holocron zerstört. Oh Gott, sieht das immer geil aus. Kuhu! So weit, so gut. Irgendwie sieht es komisch aus. Was ist das? Auf jeden Fall etwas, was unser Schiff anzieht. Landen wir. Themausfälle im ganzen Schiff. Hast du irgendwas? Unsere Lichttriebwerke werden neu gestartet. Sehr gut, Kumpel! Oh, Hunden! Wir schaffen es nicht zum Hangar. Ich bring sie hier runter. Festhalten, BD! Warum muss das immer so knapp sein? Durchgeschmort. Ohne Reparatur fliegen wir nicht weiter. Okay. Wir sind hier. Das muss der Außenposten sein. Ich schätze, wir sehen endlich Grease Cantina.
Okay. Komm mit. Boah, muss das voll warm da draußen sein. Hey. Wo sind wir? Cheetah. Ich glaube, da hinten müssen wir hin. Aber das machen wir das nächste Mal. Ciao.